mein zweiter Beitrag heute. Da zeige ich mal, was also sehr viele Klicks bekommen hat in letzter Zeit. Und zwar, ich zeige mal, wo man das findet. Man geht auf das Forum Weltrad, da kann man zum Beispiel hier hingehen, auf die Seite nexts4f.de, hier kann man es lesen, dann zieht man hier ein bisschen runter und dann kann man hier zum Beispiel Wählerinnenkommentare oder Live-Ticker-Wahlen und dann ist man auf diesem Forum und dann kann man sich das direkt anschauen. Und dann bei dem Forum hat man die Forum-Übersicht, da findet man erstmal diese ersten fünf neuen Dinge hier. Und dann findet man hier Diskussionen zurzeit hier, ja. Und dann geht man da drauf und dann geht man auf die zweite Seite, zieht die zweite Seite runter und geht dann rückwärts an den Anfang. Und da findet man dann hier, also quasi, das ist jetzt die zweite Seite dieses Themas. Und dann kommt man hierhin auf den letzten Bereich. Und da findet man irgendwo in diesem letzten Bereich die Patientenverfügung. Und die lese ich jetzt mal vor, weil die hat sehr große Resonanz gefunden, weil die Menschen eben auch so praktische Lebenshilfe wollen. Also meine Devise lautet ja, ich versuche den Menschen einfach so nah wie möglich zu kommen, um vielleicht eine größere Chance zu haben, sie zu gewinnen für unsere gesamten Projekte, ne, und für die Gemeinschaften, ne, und auch für das Projekt Gemeinschaft Köln Süd, ja, zum Beispiel. Also Patientenverfügung. Ich bestehe auf meinem Menschenrecht als naturwissenschaftlicher linker Denker der Überzeugung, Meinung, Weltanschauung des Glaubens sein zu dürfen, dass die von vielen Seiten oft sogar als Pharma-Mafia beschimpfte kapitalistische Großindustrie der Gesundheitsindustrie weit mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Mein Glauben verbietet mir, mich impfen zu lassen, weil er sagt, dass die von vielen sogenannte, in Anführungszeichen, Pharma- und Impfmafia sogar zu den größten Gefahren für die Gesundheit der Menschen gehört. Ich bestehe also auf meinen Menschenrechten, ganz genauso wie ich auch auf meinem Menschenrecht bestehe, der Glaubensgemeinschaft angehören zu dürfen, die glaubt, dass Zucker für mich ein Gift sei. Ich verbiete der Gesundheitsindustrie und der sogenannten Pharma- und Impfmafia bei stärkster Androhung einer Strafanzeige bei Zuwiderhandlung, hiermit unwiderrufbar oder unwiderruflich auf Lebenszeit. Ich verbiete also durch keinen Gesinnungswandel meinerseits jemals widerrufbar, dem gesamten Gesundheitswesen mich jemals wegen oder bei Corona einer Behandlung zu unterziehen. Weil ich auf meinem Menschenrecht bestehe, jegliche Behandlung wegen oder bei Corona für eine der größten Gefahren für meine Gesundheit halten zu dürfen. Somit stelle ich aufgrund dieses unabänderlichen Behandlungsverbotes meinerseits gegenüber dem Gesundheitswesen keinerlei Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens dar. Eben wegen meines Verbotes jeglicher Behandlung wegen oder bei Corona. Indem ich androhe, jede Körperverletzung meines Körpers durch die kapitalistische Gesundheitsindustrie mit Strafanzeigen zu beantworten, wegen unerlaubter Straftat der Körperverletzung. Denn ich erinnere nochmal dran, Heilkunde ist erst einmal eine Körperverletzung, die Straftat einer Körperverletzung unter dem Vorwande einer Heilungsabsicht. Dieses kann ich glauben oder nicht glauben, das ist eine Glaubensfrage. Aber ich habe das Menschenrecht auf Unversehrtheit meines Körpers. Hiermit erübrigt sich jegliche Impfpflicht für mich. Wer der sogenannten Pharma- und Impfmafia vertraut, darf sich gerne von ihr tausendfach behandeln lassen und ist ja dann super geschützt vor allen Viren, die mich angreifen, und er bedarf keines weiteren Schutzes durch eine faschistische rechte Gesundheitsdiktatur.
Sollte die Gesundheitsdiktatur den Wahn entwickeln, dass nicht desinfizierte Menschen generell nicht mehr gewünscht sind, bin ich gern bereit, mit anderen Ungeimpften in einem Reservat aller Ungeimpften zu leben, bis die Gesundheitsdiktatur der sogenannten Pharma- und Impfmafia ein Ende gefunden hat. Ja, das war so das Unterschrift, ja, und das ist so mein Dienst an den Menschen und der wurde von den Zuschauern sehr gut angenommen. Jetzt habe ich Ihnen auch gesagt, wo Sie das finden können und hiermit gebe ich weiter an Öff Öff bis zur nächsten Runde. Öff Öff ist dran.